Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. Grüße von der Busspur, Obuslenker aus Leidenschaft. Ausflug für die ganze Familie am Wolfgangsee, wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten. Und Energieausweis, der Typenschein für Haus und Wohnung. Sie sind täglich auf Salzburgstraßen unterwegs und geben ihr Bestes, die Fahrgäste von A nach B zu befördern. Es geht um die Obuslenkerinnen und Obuslenker in der Stadt Salzburg. In den nächsten Wochen stellen wir Ihnen einige davon vor. Hi, mein Name ist Grünwald Andreas, bin 31 Jahre und bin Familienvater. Ich habe früher Restaurantfachmann die Lehre begonnen im 5-Sterne-Hotel und ja, 15 Jahre war ich im Gastgewerbe. Okay, es war alles schön und gut, aber ich wollte halt können nicht immer bleiben. Die Arbeitszeiten, die waren halt natürlich, wie im Gastgewerbe es üblich ist, ja, Überstunden waren auch immer da. Es hat sich immer rausgezogen und da hat man halt auch nicht mehr so viel Zeit für die Familie. Und da ist es jetzt schon besser mit dem Obus, mit dem Beruf. Das sind schon geregelte Arbeitszeiten laut Dienstplan. Ja, und im Gastgewerbe, ja, ich meine, beim Obusfahren, das hat mehr Vorteile wie Nachteile. Und im Gastgewerbe hat es halt auch Vorteile auch gegeben, aber mehr Nachteile, sage ich einmal. Ja, die Arbeitskollegen, die sind sehr nett. Und wenn man Hilfe braucht bei irgendwas, also gerade am Anfang, bei der Anfangszeit, da braucht man halt immer ein paar Tipps bei ein paar Sachen. Und die sind da echt hilfsbereit. Und die sagen da Bescheid, wenn man Hilfe braucht, wende die an uns. Und da sind die alten Obuslenker sind da echt ganz cool drauf. Wenn Sie an den Wochenenden mit der ganzen Familie etwas erleben möchten, dann haben wir jetzt vielleicht einen tollen Tipp für Sie. Es geht ins Salzkammergut. Unser Ausflug beginnt in St. Gilgen am Wolfgangsee, wo Sie bequem mit der Wolfgangsee-Schifffahrt alle Stationen rund um den See anfahren können. So können Sie nach einer kurzen Überfahrt St. Wolfgang und beispielsweise das berühmte Weiße Rössel besichtigen. Oder Sie fahren gemeinsam mit Freunden oder Familie auf den Schafberg. Direkt von der Anlegestelle St. Wolfgang-Schafbergbahn können Sie mit der steilsten Zahnradbahn Österreichs auf den Berg fahren. Die Fahrt ist imposant. Außerdem genießen Sie einen traumhaft schönen Ausblick über den Wolfgangsee. Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Einerseits können Sie bei der Haltestelle Schafbergalm aussteigen, um auf die Spitze zu wandern. Andererseits können Sie gemütlich bis zur Bergstation auf 1732 Metern Seehöhe fahren. Von dort führt ein kurzer Weg bis zum Hotel Schafbergspitze, übrigens das älteste Berghotel Österreichs. Hier haben Sie einen atemberaubenden Ausblick auf den Wolfgangsee, Mondsee, Attersee und Traunsee und einen herrlichen Rundblick von Böhmerwald bis zu den Alpen. Zurück bei der Schiffsanlegestelle können Sie noch den ganzen See von St. Wolfgang über Strobel, Fürberg bis zurück nach St. Gilgen abfahren. Natürlich können Sie jederzeit aussteigen, die Orte besichtigen und mit einem Anschlussschiff weiterfahren. Das Ende unserer Rundreise ist wieder in St. Gilgen. Alle Informationen zu Wanderungen sowie die Betriebszeiten der Wolfgangsee-Schifffahrt und Schafbergbahn finden Sie im Internet. www.schafbergbahn.at. Alle Informationen zur Schafbergbahn und der Wolfgangsee-Schifffahrt finden Sie natürlich auch auf unserer Website. Wir bleiben auch gleich im Internet. Sie können uns bequem bei Einzug, Umzug oder Auszug über WhatsApp erreichen. Wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Gehen Sie auf die Seite der Salzburg auf Kundenservice und Kontakt. Dort können Sie Ihre Telefonnummer eintragen. Danach erhalten Sie eine SMS aufs Handy und diese Nummer muss in Ihre persönlichen Kontakte gespeichert werden. Um den Service nutzen zu können, schicken Sie die WhatsApp-Nachricht Start. Ab diesem Zeitpunkt können Sie mit der Salzburger G in Kontakt treten. Möchten Sie den Service nicht mehr nutzen, können Sie diesen ganz einfach mit Stopp abbestellen. Wie oft waren Sie schon am Salzburger Mönchsberg? Für jene, die gerne einen Spaziergang machen, können wir ein nettes Ziel anbieten, den Wasserspiegel, und dort geht es um die Salzburger Trinkwasserversorgung. Einen Tipp vorweg, warm anziehen, denn es geht tief hinein in den Berg. Wie?
Für alle technisch Interessierten bietet das Museum Wasserspiegel im Hochbehälter am Mönchsberg jedes Wochenende einen spannenden Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Salzburger Wasserversorgung. Der Wasserspiegel ist nicht nur für Erwachsene interessant. Auch Kinder können hier einiges spielerisch erleben. Zahlreiche historische und kuriose Exponate dokumentieren die Entwicklung der Salzburger Wasserversorgung. 90% unseres Wassers kommt aus Grundwasserwerken aus dem Süden der Stadt, wird dort ohne Aufbereitung, ohne Filterung zum Hochbehälter transportiert und über den Hochbehälter jeden unserer Kunden zugeführt. Im Osten der Stadt haben wir unsere Quellen. Mit diesen Quellen versorgen wir die Hochzonen. Dort, die Quellen kommen aus Karstbereichen, deswegen gibt es dort eine Desinfektion mit ultraviolettem Licht. Trotzdem ist die Qualität hervorragend und eine der besten in ganz Österreich. Nicht umsonst sagen die Salzburgerinnen und Salzburger, dass wir ein gutes Wasser haben. Auch die Zahlen und Fakten rund um die Salzburger Wasserversorgung sind imposant. Unser Leitungsnetz ist 871 Kilometer lang, das entspricht der Entfernung Salzburg bis Kopenhagen. Dieses Leitungsnetz müssen wir sozusagen alle 100 Jahre erneuern. Das heißt, wir graben jährlich ungefähr 8,7 Kilometer, um hier eine sichere, zuverlässige Trinkwasserversorgung zu haben. Derzeit versorgt die Salzburger AG 156.000 Menschen jährlich mit 12,2 Millionen Kubikmeter Wasser. Ab Mitte Juni starten wir im Wasserspiegel mit einer Sonderausstellung. Der Titel der Ausstellung: Wasser ist Leben und Energie, 90 Jahre Trinkwasser, Kraftwerk Klaneck. Sollten Sie unbedingt besuchen, und wir machen jetzt auch noch einen Themenwechsel. Was beim Auto der Treibstoffverbrauch pro 100 Kilometer ist, ist beim Haus der Energiebedarf pro Quadratmeter beheizter Fläche, und das alles wird im Energieausweis festgehalten. In der kalten Jahreszeit beginnen viele mit der Planung von Sanierungen oder Neubau. Dabei spielt der Energieausweis eine wichtige Rolle. Bei vielen Kunden gibt es allerdings noch ein Informationsdefizit über den Energieausweis, der immer wichtiger wird. Der Energieausweis ist so wie beim Auto der Typenschein eines Gebäudes. Jeder weiß, wie beim Auto, wie viel Liter es auf 100 Kilometer braucht. So beschreibt der Energieausweis den Verbrauch, den energetischen Verbrauch eines Gebäudes, abhängig natürlich von dem Alter des Gebäudes. Zusätzlich zur Gebäudehülle, also der Beschaffenheit der Fenster, der Wände und des Dachs, werden nun auch die Heizanlage und die Warmwasserbereitung einbezogen. Das bedeutet, dass der Wirkungsgrad der Heizung im Energieausweis enthalten ist. Für den Energieausweis braucht der Berechner mal prinzipiell einen Plan, eine Baubeschreibung. Die ist in den meisten Fällen nicht da. Somit wird das Haus vor Ort begangen. Es werden Messungen durchgeführt wie Raumhöhen, Fensterausmaße, die Beschaffenheit der Bauteile zwischen warm und kalt, sprich oberste Geschossdecke, Außenwand, Fenster, Kellerdecke. Der Energieausweis ist nicht nur dazu da, den energetischen Zustand eines Hauses oder einer Wohnung zu zeigen, sondern kann auch den Wert einer Immobilie erheblich steigern und wird auch bei Vermietungen vorgeschrieben. Der Energieausweis ist nötig, verpflichtend, erstens mal beim Neubau, bei der Sanierung, wenn man Förderungen in Anspruch nehmen möchte, und beim Verkauf eines Gebäudes bzw. bei der Vermietung eines Gebäudes. Der Ausweis wird in 7 Wärmeschutzklassen von A bis G unterteilt. So hat beispielsweise ein Objekt der Kategorie G den 5-fachen Wärmebedarf gegenüber einem Objekt der Kategorie A. Die Berechnungen für den Energieausweis führen Energieberater der Salzburger AG, Planer, Architekten und Baumeister durch. Als erster Schritt ist nötig, dass ein Plan vom Haus vorliegt. Als zweiter Schritt wird ein Termin mit dem Energieberater ausgemacht, der vor Ort kommt, das Gebäude begutachtet, vermisst. Dauert ungefähr beim Einfamilienhaus circa 2 Stunden. Da werden die ganzen Heizungsdaten, Warmwasser aufgenommen. Und in weiterer Folge wird dann mit diesen Daten der Energieausweis erstellt. Grundlage für weitere Förderungen, vor allem vom Land Salzburg, ist dann, dass dieser Energieausweis auf der Datenbank des Landes Salzburg aufliegt.
Den Energieausweis bekommen Sie übrigens auch von der Salzburg. Dazu brauchen Sie uns nur kontaktieren. Alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Facebook-Seite, auf YouTube und unter www.salzburg-ag.at. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt. Über 50 Millionen Fahrgäste fahren jährlich komfortabel mit der Salzburg AG. Die Mobilitäts-App Quando Salzburg liefert dazu noch ein paar Annehmlichkeiten. Vorfahrantritt, Ticket einfach mit dem Smartphone kaufen. Bis zu 12 Tickets sind möglich. Sie erhalten die Ankunftszeit in Echtzeit. Individuelle Routenvorschläge inklusive Infos zum Umsteigen. Störungsmeldungen und die Kartenansicht mit Zoom-Funktion. Quando Salzburg, gratis für iOS und Android.